Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dominia. Und hier ist der nächste Fight, den ich euch versprochen habe. Es können sogar vier kämpfen. Dann lassen wir den nicht warten, ne? Jetzt werde ich schon vollgespammt auf WhatsApp. Ja. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich schlage einfach los. Und ist einer von mir gestorben? Es sieht so aus, tatsächlich. Tatsächlich. Oh, dafür habe ich ein paar neue Sklaven bekommen. Ein guter ist sogar gestorben, aber nicht der Neuling. Komm hier. Diese Ausrüstung zu kaufen, die kostet einfach am meisten. Ich trainiere ihn einfach und verkaufe ihn dann. Investition und Reinvestition. Und da ist das Geld wieder alle. Und das Futter ist auch fast alle. Habe ich gerade noch rechtzeitig gesehen. Keine Angst, keine Angst. Die verhungern schon nicht. Hoffe ich. Ihr könnt ja auch gerne Tipps in die Kommentare schreiben. Aber. Ach, ich habe jetzt gerade richtig Hunger. Es ist gerade bei mir 13 Uhr. Was habt denn ihr heute so gefrühstückt? Ja, gefrühstückt um 13 Uhr. Ja, vielleicht eher Mittag machen. Naja, mal sehen. Ich denke, ich mache gleich richtig schön Spaghetti, Bolognese oder Schnitzel. Theoretisch könnte man, würde ich auch gerne mal wieder grillen, aber ach, grillen ist einfach, das gegrillte Fleisch ist so lecker, ey. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr es auch findet, das gegrillte Fleisch. Was? Was? Ach du Scheiße, ich hab. Ich Idiot. Doktor, Agent, warte mal kurz. Wo ist der Typ, der die trainiert? Warte, was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Der trainiert noch fertig. Die trainieren also noch fertig, scheinbar. Ihr seid hungrig, ja. Tja, das Geld ist alle. Einfach die besten fünf nehme ich. Er hat die Autosteuerung ausgemacht. Alles, was ich ihr erforscht habe, ist weg. Ich würde sagen, das war ein geiler Move von mir. Das sollen wir mal nachmachen, ne? Aber was habe ich denn da gedrückt, dass das weg ist? So viel. Da kann ich hier den. Wie hole ich den wieder? Muss ich ja hier irgendwie High Empress attend pit fight for small fee you can challenge one of your gladiators in prize fight. Erstmal hier Doktor, this can train and upgrade you. Verdammt. Das war echt dumm von mir, dass ich den gefeuert habe. Was habe ich denn da gedrückt?
Fire, ich dachte, da steht Tire. Oh Gott. Fire feuern und Tire einstellen. Oh Gott, das war dumm von mir. Tja. Gut, ich weiß gerade nicht. Ich glaube, die Folge geht jetzt 8 Minuten. Also noch 12 Minuten soll es dann ungefähr gehen. Ich habe jetzt den Timer nicht gestellt. Oh, ich schon Timer stelle, ne? Der muss geheilt werden. Warum wird der geheilt auch? Mind Control. Hier, wie willst du Points? Oh, 80, ja, das ist gar nicht so schlecht. Jetzt hier nichts Falsches drücken. Alter, die Waffen muss ich manchmal wirklich hier. Dass ich das teilweise nicht mitbekomme, dass ich die Waffen überhaupt nicht upgrade. Die Waffen sind ja relativ das Wichtigste. Accept the loan, free money, warte, Assistance Custom Return Loan, that was granted your father the loan, plus increase comes to, okay, and then it's forgiven, with a party cost 20 Weine, 18 Food. Ich nehme das Geld. Ich nehme das Geld. Es ist, hier in diesem Spiel geht es nicht wirklich um Moral. Bisschen, aber so wenig, dass ich das Geld dringend gebrauchen kann. Vor allen Dingen, um meine Gladiatoren darauf vorzubereiten, zu kämpfen. Und das Geld ist wieder alle. Und der nächste Kampf ist in 5 Tagen. Mal sehen. Hast du einen Kampf für mich? Ich bekomme nichts von dir. Der zwei Victories. Komm, du wirst kämpfen. Und ich verlange von dir, dass du auch gewinnst. Er hat mehr Leben und er hat gute Ausrüstung. Beide haben ungefähr gleiche Ausrüstung. Okay. Oh, da kommen ein paar gute Hits, aber meine hat knapp gewonnen. Knapp, wirklich verdammt knapp. Den Kampf hat er aber auch verdient. Also den Sieg hat er verdient. Er freut sich darüber, dass ein Typ kämpfen konnte. Ich freue mich darüber, dass. Ach ja, kein Geld. Hä? Schon wieder vergessen. Die können sogar auch verhungern, das ist richtig. Die können alle hier verhungern, alle mich verlassen, wenn ich kein Geld, nicht genug Geld habe. Aber dieses Days Left. Ich weiß nicht, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Jedenfalls im Moment nicht. Der hat gekämpft. Da kommst du dahin. Kann ich steuern? Ja, ich kann steuern. Wie viel? Ich will aber gar nicht steuern. Ich will lieber kommentieren und zuschauen. Und da treten die drei Janarius und Geknenos gegen Ulpius. Das sind alles römische Namen. Eigentlich sind die Sklaven meistens ja eher Kriegsgefangene. Da kann ich Gleier eher was vorstellen. Irgendwas mit X-Endung. Was? Was? Alter, ist das schwer! Oh Gott, ist das schwer! Ich habe richtig Glück, dass ich auf dem Laptop spiele. Da kann ich das Touchpad und meine Maus gleichzeitig verwenden. Das ist einfach Cheating. Alter. You free me. Or will you stand in Knenos? Ne. Wo ist Knenos?
Hä? Da. Dafür aber. Du bekommst Wein und noch etwas bessere Ausrüstung. Genus ist mein zweitbester, hätte ich es nicht gedacht. Und es werden immer weniger. Ja, ist ja schon gut. Hier, habt ihr das? Aber die sind eigentlich recht gut, meine Gladiatoren. Das Problem ist, ich weiß nicht, ich könnte sein, dass es war am Anfang, wo du was gesagt vom Kampf im großen Kolosseum. Kann sein, dass ich bis dahin all das hier bekämpft haben muss und ich dann am letzten Tag dagegen kämpfen muss und werde ich sterben. Ich habe es ja den Anfang nicht ganz durchgelesen, vor allem das zweite Teil. Das zweite Teil, hä? Den zweiten Teil meine ich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch trotzdem gefallen wird und euch diese Videos munden. Das würde mich sehr freuen. Das können wir mit einem Like zeigen, mit einem Kommentar, einem Kommentar. Ich kann mich euren Freunden, kann ich ja nur das nehmen, ne? Meinen euren Freunden weiterempfehlen. Ja, sei ruhig. Eben könnt meine Steam-Gruppe beitreten und dann eventuell auch mit mir zocken, bei Events mitmachen und bei einem Gewinnspiel dann auch mitmachen. Dafür müsst ihr allerdings meine Steam-Gruppe natürlich nicht beitreten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen wird, diese Folge. Mir gefällt es auf jeden Fall, das Spiel. Ist wirklich weiter zu empfehlen. Aber die fressen so viel, meine Leute. Das ist echt. Ja, ich weiß, aber jetzt kommt der nächste Kampf. Okay. 10 Victories. Ach du Scheiße. Was? Ist das meine Oma? Haben die ernsthaft gefragt, ob das hier die Oma ist von denen? So knapp, so knapp. Ich habe den einen noch erledigt, aber. Oh, Kacke. Komm, das schaffe ich. Das schaffe ich. Ja, Mann. Da sind einige gute Gladiatoren von mir gerade draufgegangen. Aber ich habe natürlich die nötigen Ressourcen bekommen, die ich gebraucht hatte, um weiterhin zu überleben. Und es sind nicht mehr viele Tage übrig. Das heißt, ich soll diesmal langsam damit anfangen, ein paar von meinen Gladiatoren auch zu behalten und nicht alle untergehen zu lassen. Aber dieser Spruch, ist jetzt my grandma? No, I don't think it's my grandma. Das war richtig lustig. Dass sie auch so ein paar Jokes eingebaut haben, finde ich ganz toll. So, mal sehen. Ja, was kann man denn hier noch so Schönes machen? Oh, ich kann dir noch was erforschen. Das soll ich dringend machen. Und das Geld ist wieder alle. Aber wer braucht schon Geld? Mal sehen. A Money Leader. Oh, Portrait to Greatness. Ich bringe ihn um, oder? Ja. Ich höre ihn. You step the man quickly and drag him into the house. Unfortunately, it was broad daylight and the many citizens
Ah, am helllichten Tag habe ich den in mein Haus eingeladen, um ihn dann umzubringen. Thankfully, the magistrate messes the changes of murder, the money lien, there was unknown. Ach, der war ein Mörder, dieser Geldeintreiber war ein Mörder sogar. Und der Magistrat hat sich sogar bedankt dafür, dass ich ihn umgebracht habe. Und sogar die ganze Zivilbevölkerung ist mir quasi dankbar, da das auf gut Deutsch gesagt ein Arschloch war. Das freut mich, ja. Mal sehen. Medikus, ne? Mal sehen. Shield Preference. Ah, mir geht es nicht mehr so ganz gut, leider. Aber ab und zu gibt es hier ein paar Upgrades. Er hat keine Siege. Lass uns kämpfen, Baby. Ich will jetzt nicht mal ein Baby bekämpfen. Lustiger Spruch. You have won, man! Natürlich habe ich gewonnen. Ich habe sogar zwei. Ich habe vier gute Sklaven bekommen. Tut mir leid, ich habe leider nicht das Geld, um euch auszurüsten. Das tut mir echt leid. Mal sehen, wie gut. Die sind ja richtig gut trainiert sogar. Ihre Schwerter waren echt scheiße, es war aber. Ja, sonst sind sie ganz gut. Das freut mich. Ich habe richtig geile Sklaven bekommen. Muss ja auch mal Glück haben, ne? Gut. Dann, was machen wir als nächstes? Disarming Weapon. Damit können die anderen entwaffnen. Das ist an sich recht praktisch. Ich sollte mir mal nachher anschauen, wie es in der Steuerung genau funktioniert. Ich weiß es leider nicht genau. Aber es wird schon alles gut gehen. So, das soll jetzt erstmal reichen, vorläufig. Was heißt ja vorläufig für etwas kurze Zeit, hä? Das ist in Ordnung. Die 33 habe ich leider nicht mehr. Die Schilde kosten verdammt viel. Das ist etwas, was mich etwas aufregt. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe richtig viel Wein, fällt mir gerade auf. Mal sehen, alle sind voll, dann kann ich ja hier nochmal ein kleines Kämpfchen anfordern. Ja, zwei Siege, 167 Leben. Victories 0, Victories. Noch kein Sieg? Ach, das sind meine neuen Sklaven! Floros gegen Domitius. Floros in der linken Seite Ecke, Domitius in der rechten Ecke. Wer wird gewinnen? Oh, das wird ein spannender Kampf. Er geht gleich in die Blockrichtung. Oh! Da geht er zum Angriff über. Er hat gut geblockt. Er hat gut geblockt. Ah, wurde aber leider niedergestreckt. Das ist echt schade. Ist irgendwas, was ich mir leisten kann? Mein Kontroll. Ah, nein, leider nicht. Mal sehen, hast du hier noch, nee, danke. Ja, das nehme ich. Der ist nicht so stark. Der sollte besiegt werden können. Das Problem ist, die sind noch nicht wirklich trainiert, haben nicht viel Erfahrung. Darum. Ehrlich? Ich habe mich zu wenig bewegt. Ja. Das ist echt, was passiert, wenn ich den nicht steuere? Der ist ja auch nicht schlecht trainiert. Den habe ich schon etwas länger. Allerdings sind jetzt meine zwei neuen Champions schnell niedergestreckt worden.
Oh. Oh, das war knapp. Turn the girl over to a young unmarked slave girl is. Oh, eine nicht markierte Sklavenmädchen wurde gefunden in der Nähe meiner Straße. Meine Wachen haben sie dann zu mir gebracht und ihr aus Wasser und Essen gegeben. Sie spricht eine andere Sprache und sowohl der Magistrat als auch der Legat wollen dieses Mädchen haben. Und ich kann jetzt entweder dem Legat, dem Magistrat geben. Refuse to give up the girl. Refuse to give up the girl. Sitting the gun. Magistrat. Are both refuse. You will surrender the girl to them over your dead. Refuse to give up the girl. Komm, ich gebe sie dem alten Mann. Ups. Ich wollte sie eigentlich den Magistraten geben, aber ja, egal. Hat es jetzt halt der andere bekommen. Die Kohle fehlt mal wieder. Ja, dann Predator, die Kohle fehlt. Der nächste Kampf muss mal schnell kommen. Noch 4 Tage lang ist der nächste Kampf. Das ist interessant. Drei Tage. Aber ich glaube, den nächsten Kampf werden wir in der nächsten Folge sehen. Sofern ihr mehr hiervon wollt. Also ihr könnt gerne einen Like, Kommentar da lassen. Sagt mir, wie ihr das Projekt hier haltet. Ob ich das fortführen soll oder nicht. Ich werde mich dann nach euch richten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ach, wisst ihr was? Den Kampf machen wir noch. Für euch ist das jetzt der letzte Kampf dann. Und damit verabschiede ich mich dann für diese Folge. Genießen wir nochmal diesen letzten Kampf gegen Virius. Tanaquil gegen Virius. Oh, Tanaquil, das ist ein ausländischer Name, endlich mal. Das ging schnell. Schneller als ich gedacht habe. Noch etwas Geld, noch was Essen, Wein und ein paar Sklaven. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, Freunde. Ihr entscheidet, wie gesagt, ob das Projekt weiter Fortbestand hat oder nicht. Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da. Bis dann. Ciao.